Jetzt habe ich es ausgepackt. He. Jetzt sind wir wieder daheim. Und ja, leider. He. Eine kann ich schon vollgeschiessen. So wie es aussieht. Die einzige. Ja, also. He. Weiter geht's. Kumquat, jetzt habe ich hier ein paar rausgenommen. Wie tut man die essen? Eigentlich nur ein bisschen verdrücken, hier, wie sie jetzt ist. Dass die Aromastoffe rauskommen und dann einfach so ins Maul nehmen. Ist halt wie eine Zitrone und Orange, beides miteinander. Ist ziemlich säuerlich. He. Ist nicht jedes seine Sache, aber ist fein zum Essen. Oder halt noch immer rein tun, gibt Rezept, was alles Mögliche. He. Okay, wir machen jetzt zwei verschiedene Sachen. Zum einen tun wir Kumquats hier in so eine Folie rein. Das ist mal die erste Option. He. Aber nicht einfach wieder so im Haushaltspapier, sondern da kommt jetzt direkt Erde rein. Und zwar ist hier drinnen Kokos und Sand miteinander vermischt. He. Das kommt mal hier an. Dann ist die zweite Option im Anstau mit Wasser. Hier haben wir so einen Topf, der hat hier Löcher drin, hat okay das Substrat durch, das ich verwenden will. Also machen wir hier zuerst einmal Rennen rein. He. Hydrokulturkugel, damit das Loch zu bleibt. Und oben drüber kommt Le Cousin-Pont. Das ist ein Vordüngungssubstrat. Ist nicht nötig, ja, weil am Anfang, he, da hat es noch Reste vom anderen. Ich tue ja Recycle betreiben. He. Das ist von einer anderen Pflanze. Ja, normal brauchen die das ja nicht. Meistens die Energie aus dem Kern rausholen. He. So. Wunderbar. Das war das, was vorbereitet ist. Hier kommen die zwei verschiedenen Optionen rein. He. Als nächstes tun wir uns einmal eine aufschneiden. Und zwar, dass man den Kern nicht verschneidet, tun wir die nur hier auf der Seite. He. Ich muss ein bisschen näher herangehen, kann ich euch das gut zeigen. Tun wir nur hier auf der Seite ein kleines Stückchen abschneiden. He. Und dann drücken wir die mit der Hand, dann spritzt es raus. He. Ja, da kann man da schön das Zeug drücken, von hinten nach vorne. Ja, und dann kommt da alles raus. He. Ohne dass man das da die Kerne kaputt macht. Schmeckt fein. Eben. Die Schale kann man ja auch essen. He? Gut. Jetzt hätten wir die draussen, die Kerne. Jetzt müssen wir die nur noch aus dem Fruchtfleisch rausholen. He? Da sehen wir, wo sie drinnen sind. Ja. Einmal. Zweimal. Einen ist noch da hinten runtergefallen. Dreimal. Ja, sind ungefähr vier Amis drin. Das kommt hier jetzt auch an. Da ist aber noch ein kleiner drin. Ja. Nein, da ist noch etwas. So. Wunderbar. Dann machen wir noch eine auf und dann sehen wir uns wieder, wie es weitergeht. Wie schon gesagt, die sind fein. Also der Saft ist eher säuerlich und die Schale ist eher süßlich. Und wenn ihr das zusammen im Maul habt und verbissen, gibt das eine wunderbare, feine Geschmackskombination im Maul. Also, jetzt tun wir die ganzen Kerne an. Tun die hier schnell auf so ein Papier drauf.
und müssen hier alles befreien von dem Fruchtfleisch, das da dran ist. Das sollte nicht drauf sein. Sonst kann das auch schimmeln von. Wir wissen schon, so, es ist eine schwere Gamise. Da bleibt immer eine gewisse Schicht dran, da bleibt es glitschig. Da muss man es einfach mal putzen. He? Wir nehmen nur die grossen, dicken Kerne. He? Und die dunkel sind, sie sehen man hier, sind immer noch klebrig, he? Obwohl wir sie geputzt haben. Die hier oben sind eher nichts, das ist so dünn Zeugs. Da glaube ich nicht, dass da etwas kommt. Ich riskiere nicht, dass da eher etwas drin schimmelt. Der könnte eher noch, das ist dünner. Da ist auch noch etwas Braunes drin. He? Das heisst, wir haben jetzt hier also 3 und 4 Kerne. He? Mache ich es so. 3 und 4. Machen wir es so, dass wir die weniger Kerne hier reinpacken. Die gehen jetzt einfach einmal hier rein. So, einfach reinschießen. Dann schauen wir hier schnell, dass die etwas vergraben sind. Ja, das reicht schon. Kann man das hier ein bisschen zusammendrücken. Dann tue ich hier noch ein bisschen Wasser rein. Dass das auch feucht ist hier innen, feucht bleibt. Ich muss ein bisschen zusammendrücken hier, nicht ganz zu fest. So, wunderbar. Da wären die schon noch mal parat. Dann gehen wir rüber zu diesem Substrat. Da hätten wir die anderen vier. So. Hier gehen wir die da einfach mal rein. Abdrücken, dass sie unten sind. So etwa 2 cm im Boden innen. Substrat innen. Das Substrat ist ja schon feucht, aber ich tue jetzt trotzdem Wasser rein. Da kommt Wasser rein. Und jetzt lasse hier auch immer Wasser drin stehen im Untertopf. Jetzt hier immer schön Wasser drinnen ist. So. Das heisst, jetzt wird das Ganze natürlich nicht mehr angestellt, wo es Licht hat. Der hier kommt hier jetzt auch noch immer an, bei meinen anderen Pflanzen. He? Der kriegt dann hier ein Plätzchen. Ja. Muss ich dann noch zweigschieben, so ungefähr. He? So. Der muss hier vorne, dass ich immer einen Überblick habe. Und der hier im Beutel, he? Der kriegt seinen Platz. Hier dran. He? Hängen wir hier an. Hier bei der Kumquat. Da innen tut sich etwas. Ha. Wir sehen hier, wie das hier innen am Wachsen ist. He? Jetzt tun wir das hier rausnehmen und machen das in ein Töpfchen rein. Nehmen wir so ein normales Töpfchen, he? Irgendeins halt. Dann machen wir hier zuallererst in das Töpfchen rein. Ceramissubstrat am Boden.
heisst, ich tue das Ding jetzt hier, das Töpfchen. Ja, eigentlich wollte ich es nicht ganz halb voll füllen. He? Das ist mir etwas zu viel. Ich muss es nicht ganz halb voll füllen. Ich muss das nochmal rausnehmen. Also jetzt haben wir so viel drin. He? Das ist etwa ein Drittel. So mache ich es in etwa meistens. He? Ein Drittel von dem. Um das hier rausholen. Ist nur einer gewachsen, he? Wie wir sehen. Ja, ist kein weiterer gekommen. Ja, kann man auch gerade gut die Wurzeln kennen. He? Jetzt tun wir das gerade schnell in das hineinlegen da. Wir nehmen hier die restliche Erde gerade, wenn dann hier noch halt ein anderes rauswächst, dann wächst es raus. He? Etwas anderes ist hier nicht drin, also kann hier nur das wachsen, was ich drin gemacht habe. Und wenn halt noch eins mehr kommt, wo, dann halt. He? Ja, und da kommt jetzt die restliche Erde gerade rein. Jetzt kommt hier noch ein bisschen mehr rein. Hier dürfen wir schauen, dass es nicht zu lange drin bleibt. Sonst vertrocknet es, dann geht die Wurzel kaputt. Dann verwende ich noch ein bisschen normale Blumenerde, so Universalblumenerde. Ja. Das ist schon wieder ein bisschen zu viel gesehen. Tun wir das hier ein bisschen auftürmen dann. Wunderbar. Dann kommt das da jetzt da reingesteckt. Ja, ein bisschen weiter rauf, he? Prima. Hoppla. Dann tun wir hier den Rest wieder mit dem Seramis auffüllen. Jetzt tun wir das ein bisschen andrücken. Ja. So, dass es nicht hoch kommt. He? Nicht, dass das dünne Stämmchen kaputt geht jetzt hier von diesem Sämling. Dann müssen wir, wie gesagt, hier gut Wasser rein machen, jetzt, dass es nass ist. Der Unterbereich kann sich jetzt voll saugen, auch wie der obere.